Es gibt ein Sprichwort, das lautet, als du auf die Welt kamst, weintest du. Und um dich herum freuten sich alle. Lebe so, dass, wenn du die Welt verlässt, alle weinen und du leidest. Lieber Michel, auf wen treffen diese Sätze mehr zu, als auf dich? Fast pausenlos, so ist es uns überliefert, gab es in den ersten 4 Monaten deines Lebens bei Tag und Nacht Protestgeschrei. Und doch, wenn wir heute in diesen schweren Stunden an dich denken, dein Bild vor uns haben, dann sehen wir dich im Gedanken mit einem Lächeln, jenem verschmitzten, zufriedenen Lächeln, das dein Markenzeichen war. Zufrieden, ja, zufrieden, ist sicher ein Attribut, das dich sehr gut beschreibt. So bist du jedenfalls bei uns immer rübergekommen. Zufrieden konntest du wohl auch sein. Du warst ein verlässlicher Mensch, hattest deine Familie, die du über alles geliebt hast, hattest dir ein Eigenheim errichtet, du standest mit beiden Beinen fest auf dem Boden und mitten im Leben. Du warst von Jugend an ein Mensch, den man einfach mögen hat müssen, hat mir einer deiner frühen Weggefährten gesagt. Deine unglaublich freundliche Art hat angesteckt. Die großen Sprüche hast du anderen überlassen. Dein Platz war eher in der zweiten Reihe. Im Hintergrund hast du dich genauso wohlgefühlt und pflichtbewusst das getan, was zu tun war. Für dieses Pflichtbewusstsein hattest du ein besonderes Gespür. Schon früh hast du deine Liebe zu Tirol entdeckt. Als ich in den frühen 1990er Jahren noch ganz wenige junge Leute in unserem Land für die Heimat eingesetzt haben, warst du mit ein paar Gleichgesinnten schon auf dem Weg, um deine Meinung auch nach außen zu zeigen. Mit den wenigen Mitteln, die es damals eben für junge Menschen von deinem Schlag bei uns gab. Viele von uns erinnern sich noch an die Tirol-T-Shirts, die du und dein Bruder vor über 20 Jahren zum Selbstkostenpreis im ganzen Land verteilt habt. Damals etwas vollkommen Neues, Unerhörtes, beinahe Verbotenes. Da war es dann auch kein Wunder, dass du, nach einigen Richtungskorrekturen, schließlich ein paar Jahre darauf bei den Schützen gelandet bist, dich auch dort gleich eingebracht und Verantwortung übernommen hast. Du hast Flagge gezeigt, im wahrsten Sinne des Wortes, und in Rentsch, deinem Heimatort, zusammen mit einem kleinen Kreis deiner Kompanie dafür gesorgt, dass nach guter, alter, Tiroler Art das Dorf an allen Festtagen beflaggt wird. In jener Zeit, ich erinnere mich genau, wart ihr drei Rentschner auf jedem Schützenfest zugegen und auch später, als es deine Stammkompanie nicht mehr gab und du ins Überetsch umgezogen bist, hast du gleich wieder versucht, dich zu integrieren und deinen Mann zu stellen. Du wolltest dabei sein, wenn die Eppaner das erste Mal mit den frisch gelieferten Paradegewehren zu exerzieren beginnen. Und du hast dich auch nicht zurückgezogen, als es darum ging, für die traditionsreiche Schützenkompanie Sepp Hirschbaumer-Eppan einen neuen Hauptmann zu finden. Ein Jugendfreund von dir hat mir gestern erzählt, wie du ihm einmal gesagt hast, dass es freilich nicht leicht ist, alles unter einen Hut zu bringen, deine Familie, die dir so wichtig war, den Beruf, der dir und deiner Verena viel abverlangte, weil ihr oft verschiedene Arbeitszeiten hattet, das alles zu verbinden mit deiner Aufgabe bei der Kompanie. Und trotzdem sagtest du, Sport und Freizeitvereine sind ein Hobby, das man ausüben kann oder eben nicht. Schütze ist man im Herzen, da gibt es keine faulen Ausreden. Und so handeltest du auch. Kaum kam über jemanden ein schlechtes Wort über deine Lippen.
Du warst stets um Ausgleich bemüht und hattest eine Freude mit allem, was gelang. Die Freundschaft mit der Partnerkompanie Fritzens im Unterinntal und mit den bayerischen Gebirgsschützen im Mund wieder zu festigen, war dir ein besonderes Anliegen. Du warst Schütze durch und durch. Und auch wie die Krankheit Einzug in deinen Alltag gehalten hat, hast du trotz deiner Krankenhausaufenthalte in Innsbruck und Bozen und deiner großen Schmerzen bis im März an Kommandantschaftssitzungen teilgenommen und bei der Andreas-Hofer-Feier im Februar deine Kompanie zum letzten Mal kommandiert. Du warst nach deinen Möglichkeiten bis zum Schluss für deine Überzeugung da. Eines deiner letzten Anliegen war es, dass auch vor deinem neuen Haus eine Fahnenstange errichtet wird. Einen Tag, bevor du von uns gegangen bist, wurde dieser Wunsch Wirklichkeit. Die Fahnenstange stand und zu deinem Abschied grüßten die Farben, weiß und rot, die Farben unserer Heimat, die dir so viel bedeuteten. Lieber Michel, dein Leben und dein Wirken sind uns Vorbild. Weil du mit leisen Worten, egal ob aus der ersten oder zweiten Reihe heraus, immer sehr viel bewirkt hast. Du hast uns gezeigt, dass vieles nebensächlich ist und dass es viele Wege gibt, um ans Ziel zu kommen. Und dass es letztendlich nur darauf ankommt, Einsatz zu zeigen und seiner Überzeugung treu zu bleiben. Auf das, was du zurücklässt, kannst du stolz sein. Deine Familie, deine liebe Frau und deine wundervollen Kinder, die die schwere Zeit deiner Krankheit tapfer gemeistert haben. Deine guten Werke und die vielen schönen Erinnerungen, die wir an dich haben. Sie werden letztendlich, wenn die Tränen getrocknet sind, über die Trauer überwiegen. Und wir werden froh sein, dich gekannt zu haben. Servus, Michel. In Gedanken werden wir uns noch oft unterhalten. Und überhaupt. Wir werden weiterkämpfen für unsere gemeinsamen Ziele. Du im Himmel, wir hier herunten. Davon bin ich fest überzeugt. Servus, bis wir uns einst wiedersehen.